Servus zusammen und willkommen zurück bei Dir für Tobi. Seht mich heute bei meinem ersten Kochvideo. Ich habe mir was richtig Cooles rausgesucht und zwar Hähnchenbrustfilet in einer Tomaten-Mascarpone-Soße. Die Gerichte sind meist Low Carb und ziemlich gut für Diabetiker, aber natürlich auch Nicht-Diabetiker können sich da gerne mal das Ganze anschauen. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten. Ich habe hier zum einen 3 Zwiebeln, beziehungsweise ihr könnt da 2 große, vielleicht auch 3 große reinmachen, je nach Geschmack. Ich habe hier noch eine von gestern, da ich ja nichts verschwenden möchte, schneide ich die da jetzt einfach mit rein. Dann habe ich hier noch 3 Knoblauchzehen, die mit reinkommen. Des Weiteren hier eine Paprika, Basilikum. Dann könnt ihr 2 Dosen gehackte Tomaten nehmen. Ich mische da mittlerweile immer ganz gerne durch. Einmal diese gehackten Dosen und habe aber auch diese rustikalen passierten. Die schmecken mir zurzeit richtig gut, deswegen mische ich da immer so ein bisschen. Dann natürlich das Hähnchenbrustfilet. Das machen wir vorher im Ofen. Das wird auch ordentlich gewürzt und schneiden wir dann am Ende in die Soße mit rein. Zum Würzen haben wir Paprika edelsüß oder rosenscharf. Da könnt ihr euch eben aussuchen, wenn ihr ein bisschen Schärfe drin haben wollt, dann macht ihr das Rosenscharfe rein, wenn nicht nur das Edelsüß. Ich mische auch immer ganz gerne, wie gesagt, bei mir kommt auch beides rein. Dann mache ich noch Thymian und Rosmarin mit rein, Pfeffer, Salz und Mascarpone kommt auch noch mit rein. Und als Beilage mache ich mir noch einen Brokkoli, den werde ich einfach nur im Wasser köcheln lassen, das zeige ich euch aber. Ich habe jetzt halt mal schon mal alles vorbereitet und klein geschnitten. Wir haben schon mal Wasser hingestellt für den Brokkoli. Den machen wir eigentlich ganz einfach in ein Sieb. Der wird dann im Wasser eben durch das Dampfbad wieder weich. Und hier drin machen wir unsere Tomatensauce. Als kleiner Tipp, ich würde immer was Dunkles anziehen, weil wenn ihr so Tomatensauce kocht wie ich, dann könnt ihr euch jede Woche neue Kleidung kaufen. Ich lasse es jetzt an, ich habe nicht dran gedacht, egal, es wird schon schief gehen. Gut, dann haben wir noch einen Ofen vorgeheizt für die Hähnchenbrustfilets. Ich würde so 180, also zwischen 180 und 200 entscheide ich mich immer bei Umluft oder unter Oberhitze. Macht einfach wie ihr wollt, es ist dann ungefähr so 20 Minuten drinnen, also 180 auf Umluft passt jetzt hier eigentlich. Dann bereiten wir mal noch die Hähnchen. Brustfilets vor. Dazu hole ich mir jetzt mal eine ofenfeste Schüssel geholt. Wir haben hier unsere schönen Filets, die lassen wir auch ganz, dann bleiben sie nämlich am Ende saftiger. Das ist auch ein guter Tipp eigentlich, weil viele schneiden das auch schon vorher klein. Die legen wir jetzt da rein, dann ein bisschen Salz drüber. Ich mache dann eben noch edelsüßes Paprika. Ich würde dann empfehlen, da vielleicht noch einen Schuss Olivenöl mit drauf zu geben. Das rundet das Ganze eigentlich dann so ein bisschen ab und dann bleiben sie auch schön saftig und schmecken echt ganz hervorragend. Brokkoli habe ich ungefähr in die Größen hier geschnitten. Den machen wir da jetzt einfach drauf, Deckel drauf und dann hole ich das in 20 Minuten ungefähr raus. 20, 25 Minuten und dann passt das. Gut, wir waren jetzt beim Olivenöl. Das benutze ich auch gleich hier zum Anbraten dann. Ja, so 1 bis 2 Esslöffel ungefähr. Was ihr auch machen könnt als Tipp, wäre Kokosöl zu benutzen. Ich habe leider keins mehr, wahrscheinlich auch, also ich habe auch keins bekommen, wahrscheinlich wegen der Corona-Krise, ich weiß es nicht. Wir waren in 3 unterschiedlichen Läden, es war 3-mal ausverkauft, das fand ich ein bisschen schade, aber naja. Und hier eben noch den Schuss Olivenöl drüber, das hatte ich jetzt vor lauter Ratschen fast vergessen. Oh, das wird richtig geil. Dann fangen wir mal mit der Soße an. Und jetzt geht der Ofen nicht. Nachdem jetzt hat unser super toller Induktionsherd die neue Pfanne irgendwie nicht findet, ich weiß es nicht, und dadurch nicht heizt, bin ich jetzt umgestiegen auf einen Topf
Ich mache halt jetzt alles in den Topf rein. Also ich mache auf jeden Fall immer zuerst den Knoblauch. Ich weiß nicht, ob das wirklich relevant für den Geschmack ist. Vielleicht ist es eine Geschmacksexplosion. Aber die meisten machen das auch zusammen mit den Zwiebeln rein. Das geht mit Sicherheit auch. Jetzt braten wir mal hier so ein bisschen. Lasse ich immer den Knoblauch ein bisschen anbraten. Und dann kommen auch schon die Zwiebeln dazu. Lass dich da von der Menge erstmal nicht abschrecken, weil wir machen da wirklich eine größere Portion, also circa 3-4 Portionen, und dadurch, dass auch die Tomatensoße etwas länger köchelt, werden die Zwiebeln kleiner und verschwinden auch teilweise. Und ich weine gerade, die Zwiebeln sind mega scharf. Das hat nichts mit meinen schlechten Blutzuckerwerten zu tun, das sind die Zwiebeln. Wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, oder es nach 20 Minuten eurer Meinung nach noch nicht fertig ist, dann macht ihr das einfach noch mal ein bisschen länger. Das wird so geil. Und dann kommen auch schon die Paprikawürfel rein. Ich habe was vergessen, liebe Leute, bei der Vorstellung. Und zwar brauchen wir noch Tomatenmark. Ich werde jetzt 2 Esslöffel machen und mache es nach Gefühl. 2 Shots auf Tomatenmark. So, dann lassen wir das da alles ein bisschen mit anbraten. Jetzt werde ich gleich die gehackten Dosentomaten dazugeben und die rustikal passierten Tomaten. Genau so soll es aussehen. Auch noch die Dosentomaten dazu. Und ganz wichtig, wir waschen das hier noch aus, dann geben wir erstens noch ein bisschen Wasser dazu. Und zweitens sind wir nicht verschwenderisch. Weil ich das gewürzt habe, lasse ich das so circa 20 Minuten stehen, ein bisschen köcheln. Ich habe hier noch ein bisschen Zucker geholt. So eine Prise Zucker tut so einem Gericht immer gut, wenn es viel mit Tomaten zu tun hat, weil es das Ganze ein bisschen neutralisiert. Dann würzen wir. Und jetzt wird's lustig. Erstmal Salz. Da darf es auch eine ordentliche Prise sein. Dann würde ich so circa 2 Prisen Pfeffer. Wie ihr merkt, ich koche viel nach Gefühl. Das habe ich mir irgendwann so angeeignet. Rosmarin ist immer gut, da circa 1 Teelöffel. Dann Thymian, auch 1 Teelöffel würde ich da empfehlen. Da könnt ihr auch ein bisschen mehr machen. Ich meine, Thymian schmeckt eigentlich immer gut in Tomatensoßen. Da machen wir jetzt mal 2 Teelöffel rein und dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal einköcheln. Da mache ich jetzt gleich einen Deckel drauf, ich schalte es ein bisschen runter. Oh, der Geruch von Rosmarin. Das riecht so lecker. Gut, das Ganze köchelt jetzt ca. 20 Minuten. In den 20 Minuten ist dann wahrscheinlich auch unser Brokkoli und das Hähnchenbrustfilet fertig. So, schauen wir mal hierher. Das köchelt jetzt seit ungefähr einer Viertelstunde, das sieht einfach so geil aus. Der Geruch, das ist so schade, dass ihr den nicht habt. So, jetzt holen wir das raus. Schaut es euch an. Richtig lecker. Das Ganze könnt ihr übrigens auch theoretisch einfach anbraten in der Pfanne. Ich würde euch da auch empfehlen, das Hähnchenbrust ganz zu lassen und nicht schon vorher klein zu schneiden, weil es dann eben sehr viel Saft verliert. Und auch, wie ihr hier sehen könnt, wenn man da mal näher rangeht, hier ist auch sehr, sehr viel Saft schon rausgekommen. Schaut perfekt aus. Genau richtig. Selbst wenn es jetzt noch so, ist es sogar so ganz minimalst rosa. Das ist aber vollkommen okay, weil wir das Ganze jetzt halt auch noch ein paar Minuten in die Soße reinmachen. Und da wird es dann im Prinzip final durch. Ich kann gerade nicht mehr widerstehen. Und es spritzt schon rum. Deswegen sollte man eben keine hellen Sachen anziehen. Gut, jetzt machen wir eigentlich nur noch die Mascarpone rein. Insgesamt eigentlich ein ziemlich einfaches Gericht. So. Da könnt ihr ruhig die ganze Packung nehmen. Je nach Geschmack könnt ihr auch ein bisschen mehr nehmen. Ich mag es zurzeit mit Mascarpone am liebsten. Man kann es theoretisch auch
mit Frischkäse machen. Ihr könnt auch Sahne reinmachen. Ihr könnt auch durchmischen. Ihr könnt einen Schuss Sahne, ein bisschen Frischkäse, ein bisschen Mascarpone. Das ist eigentlich euch überlassen, wie es euch am besten schmeckt. Probiert euch da auch gerne mal aus. Weil Mascarpone ist einfach richtig lecker. Das ist ein Traum. Ich habe jetzt hier schon das Basilikum. Ich würde das gar nicht klein schneiden. Ich würde es so nehmen. Nehmt ihr ein paar und dann dreht ihr es so in der Mitte auseinander. Dann gewinnt ihr das Aroma und habt hier wirklich richtig schöne große Basilikumblätter drin. Ich liebe Basilikum. So, noch die letzten Blättchen. Schaut euch das jetzt alleine mal schon an. Das ist der Hammer. Probiert es aus, Leute. Probiert es aus. So, dann die Zeit ist gekommen, um das Fleisch hinzuzugeben. Das sieht so lecker aus. Richtig gut. Jetzt gebt ihr einfach das Fleisch noch für ein paar Minuten hinzu. Und dann ist dieses sensationelle Gericht auch schon fertig. Diese Harmonie mit Mascarpone, Paprika, den Zwiebeln, Basilikum. Ihr werdet es lieben, Leute. Ihr werdet es lieben. So, Leute, schaut mal her. Es ist jetzt so circa 20 Minuten am Köcheln gewesen. Schaut mal rein. Das ist der Hammer. So, das ist jetzt ein perfektes Essen. Wir haben Hähnchenbrustfilet drin, wir haben Paprika drin, Zwiebeln, Knoblauch. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gerne mehr Gemüse reinmachen. Ich mache das oft in vielen anderen Gerichten, deswegen möchte ich das immer so lassen. So Leute, das ist dann jetzt das Endprodukt. Es sieht mega aus. Dazu könnt ihr euch Nudeln oder Reis auch machen. Ich esse das nicht dazu, weil ich eben wegen meinen Blutzuckerwerten darauf achte. Maximal so 20, 30 Gramm Nudeln oder Reis roh. Aber dazu gibt es jetzt natürlich den leckeren Brokkoli hier. Der ist jetzt halt fertig, hat ein bisschen länger gedauert, hat es aber jetzt auch endlich geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde jetzt öfter Kochvideos machen. Ich habe viele gute Rezepte, glaubt mir. Und ich freue mich bis aufs nächste Mal. Tschüss.